Ja, ein herzliches Willkommen zum heutigen LSZ Digital Web Café. Mein Name ist Ronald Subkus, ich bin Ihr Host heute. Kein Thema war in den letzten Jahren präsenter als das Thema Digital Workplace, speziell jetzt auch im letzten Jahr im Zuge von Corona. Quasi alle Unternehmen haben hier Lösungen eingeführt oder mussten handeln. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch Möglichkeiten, hier effizienter und effektiver vorzugehen und das Ganze auch gut abzusichern. Und hier haben wir heute ein sehr interessantes Case-Beispiel des Bundesministeriums für Digitalisierung für Sie vorbereitet, das Ihnen die Sprecher heute näher bringen werden. Und zuerst möchte ich Ihnen aber den Sponsor des heutigen Webinars vorstellen, die Firma VMware, die ist in vielen Bereichen führend, unter anderem aber auch im Bereich Digital Workplace und Enterprise Mobility. Und hiermit begrüße ich auch gleich Peter Travnicek, seines Zeichens Country Manager bei VMware Österreich. Und ja, stellen Sie sich doch kurz vor und geben Sie einen kurzen Einblick zu VMware Österreich. Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung ins virtuelle Kaffeehaus. Ich möchte eigentlich auch damit beginnen, meinen besonderen Glückwunsch dem Digitalisierungsministerium auszusprechen, dass sich ja da ein besonderes Lighthouse-Projekt im letzten Jahr geschafft hat und das auch als einer der über 7000 Kunden, die wir in Österreich mit rund 40 Mitarbeitern unterstützen dürfen, gemeinsam mit ca. 25.000 weiteren Kollegen weltweit, die eigentlich unseren Kunden in den letzten Jahren geholfen haben, ihre digitale Transformation zu begleiten. Und insofern freue ich mich auch heute wieder ein Beispiel zu haben, wo diese Digitalisierung gut gelungen ist. Das letzte Jahr war ja für uns alle sehr speziell, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wie hat denn die VMware dieses Jahr erlebt? Naja, wir haben im letzten Jahr natürlich wahnsinnig viel dazugelernt, denn keiner von uns hatte wirklich Erfahrung, wie man mit einem plötzlichen Lockdown, mit dem Thema, alle Leute arbeiten nur mehr von zu Hause, wir können nicht mehr zu den Kunden hinaus, wir müssen alles remote machen. Das hat schon einerseits Folgen gehabt auf die Art und Weise, wie wir unser Geschäft gestaltet haben, aber natürlich auch Folgen gehabt in der Art und Weise, wie wir unsere Kunden helfen konnten, wo die Anforderungen waren. Das sind natürlich massiv gestiegene Anforderungen in die Sicherheit, in die Verfügbarkeit, in die Skalierbarkeit. Das sind alles Themen, die von unseren Kunden an uns herangetragen worden sind, wo wir sicherlich im letzten Jahr auch einen gewaltigen Sprung in der Komplexität der Projekte in der Digitalisierung gesehen haben, aber eben auch gesehen haben, dass nur die, die sehr schnell und sehr dynamisch diesen Zug genutzt haben, auch jetzt in einer guten Position sind, wenn wir langsam rauskommen aus diesem Lockdown, in einer Pole Position neu und besser starten zu können. Und wie sehen Sie die aktuelle Marktsituation jetzt generell für das Thema Digital Workplace? Eigentlich, also wir sehen in Österreich im Moment eine sehr große Nachfrage nach Digital Workplace. Das hat natürlich drei Gründe. Das eine ist, die Firmen müssen produktiver werden, wollen ihre bestehenden Mitarbeiter noch produktiver machen, trotz oder unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Zweitens, weil es natürlich in vielen Fällen hilft, Kosten zu sparen, Kosten in Office Space, Kosten in Infrastruktur, Kosten in Applikationsumstellung, die Möglichkeit, schneller Applikationen an die Mitarbeiter hinauszubringen, also die Kollegen und Kolleginnen in den Unternehmen produktiver zu machen. Gleichzeitig das Thema damit auch der gestiegenen Risiken in den Griff zu bekommen. Wir erleben alle jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, gerade wieder ein Security-Problem. Das ist etwa Nebeneffekt, wenn man will, eine Nebenerscheinung der verstärkten Digitalisierung. Auch dort haben wir für unsere Kunden interessante Angebote und interessante Projekte. Insofern sehe ich im Moment eigentlich einen sehr starken und positiven Trend. Wir haben selber unsere Mitarbeiter weltweit gefragt, wie wollt ihr in Zukunft arbeiten? Und da gibt es natürlich etwa 10, 15% der Kollegen, die sagen, ja, eigentlich wollen wir jeden Tag ins Büro.
Es gibt 10, 15% der Kollegen, die sagen, na, wir wollen überhaupt nicht mehr, wir wollen von unseren Booten oder von unseren Berghütten arbeiten. Und rund 70% der Kollegen sagen, wir wollen eigentlich so arbeiten, wie es für uns im Einzelfall aktuell am besten funktioniert. Das kann einmal im Büro sein, das kann einmal im Kaffeehaus sein, hoffentlich irgendwann wieder in einem richtigen Kaffeehaus oder aber eben aus der Ferienhütte oder wo immer. Einfach, weil unsere Kunden diese Flexibilität von uns wollen. Und diese Flexibilität ist sicherlich der beste Garant für steigende Resilienz. Und das ist sicherlich das, was wir alle in immer unsicheren Zeiten brauchen werden, auch über die nächsten Jahre hinaus. Denn diese New Normal wird einfach bedeuten, dass alles noch dynamischer wird, noch flexibler wird. Und da sind unsere Kunden mit unseren Technologien gut darauf vorbereitet. Und ich glaube ja auch, dass Sie einer der sichersten Anbieter in diesem Bereich sind, weil ich kann mich erinnern, vor 4, 5, 6 Jahren hat die VMware auch die Firma AirWatch gekauft und die galten ja quasi als das Security-Schlachtschiff. Ja, kann ja, man wir das haben so in den sagen, letzten ne? Jahren sehr viel investiert, um unser Portfolio abzurunden. Natürlich ist AirWatch ein wesentlicher Baustein geworden. Es ist aber auch Carbon Black ein wesentlicher Baustein dieser Strategie. Es ist SD-WAN ein Teil dieser Strategie. Denn es hilft ja nichts, wenn ich nur eine Komponente optimiere. Ich muss ja die gesamte Wertschöpfungskette, wenn man so will, die gesamten Technologie-Stack dicht bekommen. Und es hilft mir nichts, wenn ich überall ein Stück Technologie dran flansche und meine, damit wird sicher. Ich brauche als Kunde heute eine einfach zu administrierende Lösung, wo Security integraler Bestandteil jeder einzelnen Komponente, jedes einzelnen Bausteins ist. Und nur dann kann ich diesen Spagat zwischen, wie kann ich die Dinge so sicher und wasserdicht machen, dass wirklich nichts passiert. Auf der anderen Seite, wie kann ich das machen, so dass es trotzdem meine Mitarbeiter in ihrem täglichen Job nicht behindert. Denn natürlich kann, wenn ich alles zusperre, ist alles so fest zu, dass niemand mehr rein kann, für die Mitarbeiter nicht besser damit. Und wie kann ich das so machen, dass ich es auch so dynamisch administrieren kann, dass ich es nicht nur einmal sicher machen kann, sondern auch sicherstellen kann, dass es immer wieder laufend sicher bleibt. Das ist sicherlich die größere Herausforderung. Und da haben wir mit Carbon Black, mit AirWatch, mit unserer SD-WAN-Lösung VeloCloud ein sehr umfassendes Portfolio, um unseren Kunden auch da Sicherheit zu geben. Ja, super. Klingt gut. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Einführung, dass Sie uns hier Frage und Antwort gestanden haben. Wir gehen jetzt weiter in den Praxisteil. Und begrüßen darf ich nun unsere Sprecher Alexander Askin und Martin Eurom. Alexander, Martin, bitte stellt euch doch kurz vor. Ich glaube, ihr müsst ja, euch... Ja, dann darf ich anfangen. Ja. Dann darf ich mal kurz anfangen. Also mein Name ist Martin Ollerum. Ich bin seit 2015, jetzt fast genau 6 Jahre, im Bundesministerium. Damals hat es noch geheißen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Jetzt ist es mittlerweile Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Für das Thema IT-Sicherheit verantwortlich und habe dort halt die Rolle des IT-Sicherheitsbeauftragten inne. So, ich glaube, wir haben jetzt ein kleines... Jetzt funktioniert. Ich glaube, jetzt kann man mich hören. Schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Alexander Askin. Ich arbeite für die Atos IT Solutions in Österreich, betreue auch dort seit Jahren das BMDW, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, bin dort in der Rolle des Enterprise-Architekten tätig und mit einem starken Fokus auf digitale Arbeitsplatzlösungen. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Dann gehen wir gleich rein in das Interview und in die Präsentation. Martin, du hast ja erwähnt, dass du für die IT-Sicherheit im Ressort Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zuständig bist im Ministerium. Mit welchen Herausforderungen warst du damals konfrontiert? Ja, also als ich 2015 sozusagen ins Ministerium gekommen bin, habe ich eigentlich eine recht statische Organisation vorgefunden. Also wenn ich jetzt überlege, statisch in allen Belangen eigentlich, ja, also sowohl von den Regelungen her, von den Prozessen her, also sowas, wie es jetzt hier gibt, ja, Teleworking, das war damals ja ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Von der Technik her natürlich logischerweise, ja,
das war alles auf stationäre Arbeitsplatzausstattung konzentriert. Mobilität war, ja, ich will Privileg von wenigen, will ich jetzt fast gar nicht sagen, weil man darf jetzt auch nicht vergessen, das Mindset auch damals ein komplett anderes war, nämlich auch im Hinblick so auf die Art, Mobilität ist mehr oder weniger ja eigentlich fast eine Strafe und kein Geschenk oder so. Ja? Also wer sozusagen ein Handy bekommen hat oder ein Smartphone bekommen hat, ja, der hat sozusagen von der Denkweise her, musste ja nach dem nach Arbeitsschluss auch noch erreichbar sein für irgendjemanden. Das war überhaupt nicht sozusagen im Fokus, was man heutzutage ist gut gesagt, sind nur 6 Jahre dazwischen, ja, aber trotzdem, ja, was man heutzutage sagt, und heute bekommt jeder ein Smartphone, ja, das heißt, das war eine komplett andere Denkweise, ja, das heißt, es war alles sehr stationär, ganz, ganz vereinzelt waren Notebooks im Einsatz, es waren, sage ich jetzt einmal, die Geräte, die draußen waren, waren wenige Apple-Geräte, viele Android-Geräte, für die, die sich noch erinnern können. Wir hatten sogar Windows-Phone-Geräte auch. Ja. Total ungemanagt, irgendwie kreuz und quer. Jeder hat sich eingerichtet, wie er sich vorgestellt hat. Ja. Und das war natürlich für mich als sozusagen Sicherheitsbeauftragter einerseits gut, weil stationär wenige Angriffsfläche auf Notebook und die Themen, aber natürlich schlimm, was das Thema Smartphones und Tablets betraf, ja, weil ungemanagt, ja, war eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Das Zweite, was war, wir haben relativ viele Zugänge gehabt, quasi Commodity-IT-Zugänge wie ein Intranet, wie ein Webmail und so weiter und so fort. Das hatten wir alles natürlich für die Mitarbeiterinnen extern sozusagen zur Verfügung gestellt. Ja, aber das waren sehr viele Zugangspunkte, sehr viele URLs, die sich die Leute merken mussten. Viele waren damit nie konfrontiert. Das haben wir dann auch erst bei Covid gesehen. Die haben noch nie ein Webmail aufgemacht gehabt zum Beispiel. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also da eine Vereinheitlichung herzustellen auf einem Punkt, das war damals, wäre damals unmöglich gewesen. Ja. Zusätzlich zu dem Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich bin da als Sicherheitsverantwortlicher gekommen, habe dann das Webmail-Login gesehen und das war Username-Passwort. Also das hat es mir damals schon Magen umdreht, sage ich jetzt einmal. Ja. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung war, wenn dann, mit ich sage jetzt mal, Oldschool RSA-Tokens durch die Gegend laufen. Ja, das heißt, das war keine durchgängige Zwei-Faktor-Authentifizierung, beziehungsweise eigentlich in vielen Punkten gar keine. Ja, also von daher. Und genauso wie dieses stationäre Denken und so weiter auch war natürlich auch diese Mobilität, diese virtuellen Arbeitsplätze oder die Arbeitsplätze, weil das wäre eigentlich konnte ich damals nicht einmal annähernd zu bezeichnen, ja. Also wir hatten damals eben eine Citrix Terminal Server Lösung, ja, und die war was sowas von rudimentär, ja. Die hat es einfach damals dazu gepasst, sage ich jetzt einmal, ja. Zu den Anforderungen, zu den mobilen, die nicht existiert haben, mehr oder weniger, ja. Und dann haben wir gesagt, Ausschluss, wir brauchen jetzt sozusagen ein bisschen eine Mobilitätsoffensive. Sagen wir es mal so, ja, begonnen eben mit dem Mobile Device Management und dann einfach in die Richtung weitergehend. Ja. Genau. Verstehe. Alexander, danke Martin, soweit. Alexander, du bist ja für das Wirtschaftsministerium auch als Enterprise Architekt zuständig. Wie hast du denn diese Herausforderung adressiert? Ja, wir haben die Themen quasi gemeinsam in einem sogenannten Customer Innovation Workshop phasenweise aufgegriffen und auch adressiert. Dort haben wir ganz detailliert die Anforderungen durchgesprochen und auch Lösungsmöglichkeiten in den Bereich Enterprise Mobility, also auch Terminal Services präsentiert. Und was aber zu dem Zeitpunkt sehr interessant war, quasi war eine Entwicklung direkt bei VMware, eben wie vorher schon erwähnt, quasi die Akquirierung von AirWatch und eine Ankündigung, quasi strategische Zusammenführung aller End-User-Computing-Produkte in eine holistische Arbeitsplatzplattform zusammenzubringen. Genannt wurde das Workspace ONE und dieses Workspace ONE versprach quasi im Bereich Enterprise Mobility, sprich eben die Verwaltung von mobilen Endgeräten wie iPhones, Android-Handys, aber auch Betriebssysteme wie Windows, macOS oder Chromebooks zusammenzuführen. Der Bereich wird heute eigentlich Unified Endpoint Management, kurz UEM genannt, so ist auch die Namensgebung von VMware.
Und neben diesen wurden quasi auch eben die Terminal Services, aber auch ein ganz wichtiger, also der ganze Bereich Identity und Access Management in eine gemeinsame Plattform vereint. Was natürlich zu dem Zeitpunkt eine sehr interessante Entwicklung für das BMDW war. Und aus dem Grund haben wir auch dafür entschieden, quasi diesen Weg auf Basis von Workspace ONE einfach weiter zu verfolgen, um dort all diese Anforderungen und auch Requirements quasi zu adressieren. Martin, du hast ja zuvor erwähnt, dass nicht alle Herausforderungen gleichzeitig und mit gleicher Priorität verfolgt wurden. Wie war denn die laufende Entwicklung dieser Workspace ONE-Plattform? Wie wurde das wahrgenommen und welchen Einfluss hatte das auf die Prioritäten? Ja, also es ist ja, glaube ich, wir kennen ja das alle, es ist ja immer, man fängt mit dem an, wo der Schuh einfach am meisten drückt. Ja. Und das war damals zu dem Zeitpunkt einfach ganz klar Fokus Mobile Device Management. Ja. Also das war auch die Phase, jetzt haben wir es eh schon mehrmals gehört, wo VMware AirWatch aufgekauft hat. Und wir haben uns damals für AirWatch/VMware entschieden gehabt. Ja. Und ich glaube, während dieser Transition war dann auch quasi diese Requirierung. Und da war dann, wie der Alex eh schon gesagt hat, war relativ schnell klar, okay, VMware hat einfach viel mehr vor, ja, als sozusagen ein MDM zu kaufen, beziehungsweise zu weiter zu nutzen, ja, sondern die wollen quasi den Arbeitsplatz komplett neu denken und nämlich vollumfänglich, sage ich jetzt einmal. Und das war damals für uns eigentlich relativ gut, weil wir eigentlich schon gesagt haben, okay, das mit dem Citrix, das passt uns eigentlich eh überhaupt nicht so, ja. Und da war, glaube ich, schon der, wie soll ich sagen, die Ankündigung da, beziehungsweise das Produkt eigentlich auch schon da, dass man das sozusagen verheiratet. Ja? Und noch dazu, und das war überhaupt der Überhammer dann, ja, verheiratet unter einem Portal, unter einer Oberfläche. Ja? Also zusammenführt das Mobile Device Thema mit dem Remote Desktop oder virtuellen Arbeitsplatz, wie es bei uns heißt, Thema. Ja? Das war eine, sage ich jetzt mal, eine Vision, ja, die sich da aufgebaut hat, die für uns einfach extremst verlockend war, sage ich jetzt einmal. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, Priorität war es erst das MDM, ja, weil da waren wir einfach unkontrolliert unterwegs, sage ich jetzt einmal. Ja. Quasi parallel dazu, vieles ist ja parallel auch dann gegangen, ja, war das Thema Citrix-Ablöse, so unter dem Titel hat es bei uns geheißen, ja. Eben mit VMware Horizon. Ja, und dann kam, also während wir da eigentlich schon gewerkelt haben, dann kam schon eigentlich das Thema, und das ist immer so, der Alex kommt dann immer so, ja, wisst ihr da, ich habe da schon gehört und da gibt es was oder das ist schon angekündigt und schaut euch das einmal an, ja, und dann wird immer so, sozusagen, so entwickelt sich das eigentlich, diese Vision weiter. Ja, und dann hat es geheißen, schaut's her, da gibt es ein Portal und auch eine Technologie für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Wir hatten ja, wie ich schon erwähnt habe, das RSA-Thema. Und wir alle waren es aber gewohnt, ich meine, sei es jetzt vom Online-Banking oder was auch immer, mit Apps zu arbeiten. Ja. Und auf einmal hat es geheißen, schau her, wir können da ein Portal schaffen, wo wir alles zusammenfügen und gleichzeitig auch alles mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung eben absichern. Ja. Und das war das Thema. Das Portal hat quasi unser zweites Problem, nämlich diese vielen unterschiedlichen Zugänge mit unterschiedlichen URLs auf einem Schlag gelöst. Ja. Und das ist natürlich spitze. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, naja, puh, da braucht man dann Identity Manager, weil man dann natürlich neben dem vor allem bei Verify, ja, also dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung, dieser Smartphone-App natürlich dann auch das Thema, dieses bundesspezifische Thema mit auch berücksichtigen muss, nämlich Handysignatur und Co. Wie kann man das da verbinden? Und das hat sich dann einfach total super zusammengefunden und zusammengepasst. Ja, und die Challenge war halt, ja, und das muss man schon auch sagen, ja, also es war eigentlich, man kann sagen, ja, wie auf der Tangente der Baustelle, ja, mitten im Herzen, alles aufgerissen, mehr oder weniger, also auf der einen Seite Citrix, auf der anderen Seite das Zusammenwachsen zu einem Portal, auf der dritten Seite die Einführung eines neuen Portals mit neuen Authentifizierungsmöglichkeiten. Also das sozusagen die Challenge war, ja, muss man ganz offen und ehrlich sagen, das so unauffällig unter Anführungszeichen, ja, und so nahtlos und so phasenweise wie möglich unter die Leute zu bringen. Ja. Und
Und das ist dann halt das Schöne, wie das Leben auf so, ich sage immer, das sind die Geschichten, die das Leben so schreibt. Ja. Dann kam zwischenzeitlich sozusagen Ministerwechsel und Ministeriumsumbenamsung. Und dann kam die Frau Schramböck und hat gesagt, naja, sie möchte eine digitale Arbeitsmappe, weil Sie müssen sich das so vorstellen, der Minister vor der Frau Schramböck ist quasi jeden Tag mit einer Mappe ausgerückt, sozusagen mit ausgedruckten Dokumenten. Und die Frau Schramböck hat gesagt, na, das machen wir auf einer digitalen Arbeitsmappe. Ja. Ja, und möglichst schnell natürlich, wie immer halt, klarerweise. Ja. Und dann sind wir mit Athos zusammengesessen, naja, wie können wir diesen Anwendungsfall jetzt natürlich in dieses Bild, das wir da mehr oder weniger schon konzipiert haben, wie können wir das mit einfließen lassen? Genau, und so entstand dann sozusagen gemeinsam oder mit Hilfe des Content Locker mehr oder weniger wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage Dropbox für Enterprise, ist das vielleicht ein bisschen zu wenig weit gefasst, ja. Aber das Ziel war, dass das Kabinett von der Frau Bundesminister Dokumente vorbereitet, an die Ministerin schicken kann, und das synchronisiert sich auf ihr iPad und iPhone und die mobilen Geräte halt. Und sie kann quasi aber auch ohne, und das sage ich jetzt auch ganz offen, ohne Microsoft Office 365 Zwang, ja, einfach die wichtigsten Dokumentenarten bearbeiten und dann einfach als Feedback zurück ins Kabinett schicken. Ja, ja, das wurde dann mit Content Locker gelöst. Also das war, wie gesagt, hat super reingepasst, auch von der, oft braucht man Klicka, ja. Also wir haben da nicht neu was erfinden müssen, sondern einfach quasi nur ein Modul dazu gepflanscht, ja. Und das ist bis heute noch im Einsatz, diese Tagesmappe. Ja. Und summa summarum, ja, kann man jetzt sagen, dass all diese Streams, die wir hatten, also MDM-Stream, ja, das wird jeder wissen, das ist ja nicht so eingeführt, ja, sondern das dauert halt seine Zeit. Ja. Und all die Streams haben wir dann zusammengefügt sozusagen zu einem Portal. Ja. Das war einfach wirklich der absolute Oberhammer, sage ich jetzt einmal. Wo wir dann, jetzt sieht man es gerade eh, wo wir dann einfach einzelne Applikationen gepublished haben auf Basis von VMware Horizon, wo wir quasi Links zu Querschnittsapplikationen oder Bundessysteme einbauen konnten, wie zum Beispiel in ELAC oder auch Portal Austria, wie man auch hier sieht. Ja. Also quasi einen Punkt zusammen, ja, auf einen Punkt zusammen. Und das war revolutionär jetzt für BMDW-Sicht, sage ich jetzt einmal, ja, weil so weit waren wir davor noch nie. Ja. Und ich sage jetzt mal die recht neueren Punkte, die wir dann 2020 oder eigentlich schon 2019 begonnen haben. Also das Portal war so 2019 eigentlich fertig herum. Und dann haben wir begonnen mit dem Projekt Workplace 2020 Plus, so hat das bei uns geheißen, wo wir einfach mal ganz grob in Frage gestellt haben, ja, Fat Client, Windows, ja, nein, gibt es nicht Alternativen, Syn Client, VDI, in welcher Form auch immer. Und grundsätzlich haben wir das sogar aufgebaut gehabt in Form eines POCs, ja, also das war auch relativ einfach möglich mit Horizon eben VDI. Und wir sind dann aber, nachdem sozusagen dann die strategische Ausrichtung kam, ja, von unserer Sektionsleitung, okay, Notebook für alle, ja, das war sozusagen dann so ein bisschen eine richtungsweisende Entscheidung. Aber wir haben noch nicht über Covid gewusst oder gesprochen, also nicht, wir haben keinen Vorsprung gehabt, keinen Informationsvorsprung. Das war so Mitte, Ende 19, ja. Haben wir halt einfach gesagt, nein, Notebook für alle, wir müssen weg von dieser stationären, statischen Denkweise hin zu Mobilität. Ja, ja, und mit Notebooks für alle hat sich natürlich das VDI-Thema dann eigentlich in dem Vollausbau natürlich überhaupt nicht mehr rentiert. Ja, da haben wir gesagt, okay, das werden wir in der Form nicht weiterführen. Aber was sich sehr, sehr bewährt hat, war dieses Published Desktop, also einen virtuellen Arbeitsplatz, ja, zur Verfügung zu stellen für die Kollegen, wenn sie jetzt mal nicht mit ihrem Notebook durch die Gegend rennen, sondern mit Privat-PC oder so auf die Geräte zugreifen wollen. Und das hat sich, dieser virtuelle Desktop hat sich absolut bewährt, und als dann Covid kam,
muss ich dann auch fairerweise sagen, das war wirklich exzellent. Das hat super skaliert. Ja. Ich weiß nicht, Alex, du wirst das, aber jetzt war, übers Wochenende haben wir, glaube ich, die Kapazitäten vervierfachen können, ja, von gleichzeitigen Verbindungen. Und das war eigentlich, ich würde sagen, das war im Nachhinein betrachtet, war das der Grund, warum wir eigentlich unser Ressort arbeitsfähig halten haben können, weil Notebooks für alle war damals zwar ein Lippenbekenntnis, war aber nicht, war noch nicht, das Projekt war noch nicht gestartet. Ja? Also das sind wir jetzt erst fertig geworden. Ja? Aber dieser virtuelle Desktop hat uns damals sehr gerettet, muss man eigentlich sagen. Ja? Um die Zeitleiste sozusagen zu skizzieren. Ja? Mhm. Ja, klingt sehr spannend und glücklicherweise habt ihr die Investitionen so früh getätigt, die Entscheidung so früh getätigt, ne? Und wart voll vorbereitet. Super. Ja. Und das klingt sehr, sehr vielschichtig und spannend. Und ist da aber jetzt eigentlich schon Schluss mit dem Projekt oder geht es da noch weiter? Gibt es da Ausbaupläne? Ich darf die Frage als erste beantworten. Also aktuell fokussieren wir das Thema Zero Password und das Thema Zero Trust Workplace. Mit Zero Password verstehen wir prinzipiell die Umstellung aller Benutzerauthentifizierungen mit Hilfe von zertifikatsbasierten oder modernen Anmeldemethoden, zum Beispiel eben biometrische Verfahren auf Basis von FIDO 2, um einfach aus dieser Notwendigkeit der Mitarbeiter muss sich ein Passwort merken und auch dieses immer wieder quasi ändern, einfach herauszukommen, weil einfach heutzutage es ganz bessere Methoden es gibt und auch den Security-Eintrittswinkel quasi einfach reduziert, um einfach Identity Theft etc. Zu unterbinden. Und unter Zero Trust wiederum verstehen wir die kontinuierliche Überprüfung, wer, sprich eben die Person, mit welchem Gerät, verwaltet oder auch privat, von wo, damit von welchem Ort, innerhalb oder außerhalb des Gebäudes oder im Ausland befindlich und natürlich auch wann, sprich die Uhrzeit quasi jemand, also ein Individuum, mit einem von dem, die wir bereitgestellten Anwendung oder Service verbinden oder nutzen darf. Ja. Das ist eben das zweite Thema, das wir gerade adressieren. Das heißt, wir bereiten gerade die Evaluierung vor von VMware Intelligence. Das ist quasi eine erweiterte Plattform, um auch das Thema Risk-Based Authentication zu adressieren. Sprich eben, ich bewerte ein Risiko. Wie sehr vertraue ich dem Zugang des Mitarbeiters in seiner aktuellen Umgebung und in seinem aktuellen Setting? Und genauso wird auch quasi jetzt aktuell das Thema im Workspace ONE Unified Endpoint Management für die Windows 10 Plattform entsprechend evaluiert, um einfach auch diese Benefits wie eben Single Sign-On und auch die das ganze Thematik VPN, sprich eben ich muss über VPN mich in die Firma einbinden, einfach smarter mit Mikro-Tunneling-Technologie zu adressieren, um auch ein bisschen dieses Nadelöhr, das halt entsteht, quasi heutzutage in diversen VPN-Umgebungen einfach auch zu reduzieren. Am Ende des Tages quasi mit der Zielsetzung ein höheres Sicherheitsniveau für das Ressort einfach zu erreichen. Ja, also die Frage ist bereits Schluss, also ein ganz klares Nein, auch von meiner Seite. Das kann man auch aus meiner Sicht auch gar nicht mehr so betrachten, dass das ein Projekt ist, das beginnt am so und so vielten und endet am so und so vielten. Das ist eine laufende Weiterentwicklung. Und insbesondere möchte ich halt herausstreichen, das, was der Alex schon gesagt hat, das Thema Zero Password. Ja. Also das ist mir so eklatant wichtig, weil es in jedem Security Audit, das wir durchführen, auch bei den Awareness-Themen, ja, Social Engineering-Angriffen, die Passwörter, die flutschen den Leuten einfach auch heute noch, ja, einfach so einfach über die Tastatur, ja, über die Lippen Gott sei Dank nicht, aber über die Tastatur, dass das eigentlich, ja, also das ist für mich seit mindestens 2-3 Jahren sozusagen der Hauptfokus, ja, hier weg von den, ja, ich will keine Kraftausdrücke nennen, aber weg von diesen Passwörtern zu kommen, ja, die total nervverzahnen. Ja. Hm. Wir haben eh im Leben, im privaten Umfeld so viele Passwörter, befreien wir doch, und das ist meine Vision, mein Ziel, ja, oder unser Ziel eigentlich, ja, befreien wir doch im dienstlichen Kontext den Mitarbeiter von Passwörtern, sage ich jetzt einmal. Ja. Das ist natürlich nicht ganz knif, also es ist natürlich nicht ganz einfach. Ja. Ich meine, ganzen, sage ich mal, Commodity-IT-Services hier Single Sign-On-mäßig anzubinden, ist natürlich nicht ganz einfach. Ja. Wir sind jetzt gerade dabei beim Thema Active Sync, Mail-Synchronisation. Ja. Das klingt so total einfach und man denkt sich, ja, wird ja schon locker möglich sein oder so. Ne. Na, mit VMware Secure E-Mail Gateway, ja,
gibt es da tatsächlich eine gute Möglichkeit. Und das ist da der Punkt, der mir so extremst gut gefällt von dem Ganzen. Ja. Das wird einfach vollumfassend komplett gedacht. Da gibt es eigentlich keinen Bereich, also mir wäre jetzt noch keiner aufgefallen, ja, der da nicht mit betrachtet wird in dem Produkt, ist jetzt fast schon wieder Untertreibung in dieser Produktsuite. Ja. Und eigentlich, ich komme, und das ist immer so super, ja, ich komme zum Alex und sage, du Alex, wir haben da und da ein Thema. Ja. Wie könnte man das lösen? Ja. Zum Letzten auch, wie schaffen wir es, passwortlos Mobile Devices zu enrollen? Ja. Sagt er, ah, du, in der Version so und so ist dieses und dieses Feature drinnen, braucht man nur upgraden und dann geht das. Ja. Wo du denkst, wow. Ja. Ich habe geglaubt, ich komme jetzt mit der unüberwindbaren Hürde zu ihm und er sagt mir einfach ganz locker lässig drauf, ja, die Version von VMware, die einzelnen Komponenten, ja, UEM und wie sie alle heißen, ja, Access und Content und dann geht das, ja, und du denkst ja, wow, genial, ja. Und genauso war es auch beim E-Mail, ne, und ich so, boah, wie lösen wir das E-Mail, die E-Mail-Synchronisation, dass wir endlich wegkommen von den Passwörtern dort, ja. Und in Wahrheit muss man jetzt eigentlich sagen, ist das eh noch das letzte wirkliche wichtige System, wo noch eine Passworteingabe notwendig ist. Alles andere ist eigentlich schon passwortlos. Ja, man, abgesehen von irgendwelchen Individualapplikationen, aber ja, und wenn man sich die auch noch vornimmt, dann dauert das aber. Ja, also in Wahrheit, so, genau, ja, in Wahrheit ist das Ziel mehr oder weniger ganz klar weg von den Passwörtern, ja, und natürlich aber auch der Punkt, ja, dass nicht nur weg von den Passwörtern, die Leute sollen die Passwörter nicht mehr wissen. In keinem Lebensszenario mehr sollen sie mit diesen Passwörtern konfrontiert werden, ja, und die Sicherheit möchte ich eigentlich gewährleisten, und das ist natürlich dann die nächste Challenge, ja, dass ich halt einfach in regelmäßigen Abständen beinhart die Passwörter ändere auf, keine Ahnung, zufällige Ketten, 48 Zeichen und was weiß ich, oder keine Ahnung, 64 Zeichen, was es halt alles hergibt. Ja. Brauche ich einfach schlichtweg nicht, ja, bei dem User, der muss sich das nicht mehr merken. Ja, das Thema Zero Trust ist, ja, es ist immer so, einerseits, ja, so ein Schlagwort, ein ganz wichtiger Punkt, klarerweise auch, aber wir haben einfach festgestellt, jetzt gerade insbesondere ja, in der Covid-Zeit, wo die Leute auch daheim mit den Notebooks arbeiten und auch im virtuellen Arbeitsplatz arbeiten mit Privatgeräten, ja, da kann man einfach nicht sagen, der und der ist sicher und zu jeder Zeitpunkt sicher. Ja, oder nur weil sich der da jetzt einloggen kann, ist der vertrauenswürdig. Ja. Das kann ich einfach, diese Aussage, diese pauschale Aussage kann ich einfach schlichtweg nicht mehr treffen. Ja, mit dieser vermehrten Mobilität, die halt einhergeht, ja, und die auch bleiben wird. Ja. Herr Trafnicek hat es eh schon gesagt, also ich gehe auch bei uns davon aus, dass Homeoffice im Nachhinein nach Covid nicht mehr wegzudenken ist, vielleicht jetzt nicht in dem Umfang, wie Sie es jetzt haben, aber es wird bleiben. Ja. Das heißt, dieses Thema intelligente Vernetzung von Informationen, die ohnehin vorliegen. Ja? Also loggt sich da jetzt jemand am Ressortanwendungsportal ein? Also das heißt, das Ressortanwendungsportal ist bei uns der Name für dieses Single Point of Entry Portal. Ja? Und loggt sich vielleicht gleichzeitig einer mit einer russischen, mit irgendeiner IP-Adresse aus Amerika, ja, im VPN ein. Ja? Kann das denn überhaupt sein? Ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Ja? Also ein bisschen diese Intelligenz schärfen, ja. Und die Informationen liegen ja vor. Dort ein Log, da ein Log, ja? Jetzt muss man das halt ein bisschen zusammenfügen, ja, und mit Intelligenz befüllen, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich, also diese zwei Themen sind ein eklatanter Punkt. Und der Alex hat es auch schon angedeutet, ja. Die Mobilität, also diese, ich sage jetzt einmal, iPads und iPhones dieser Welt und natürlich auch die Androiden, ja, die werden immer mehr, ja, die Hauptarbeitsgeräte. Ja, also insbesondere von den, wie wir es immer so schön nennen, von den VIPs. Ja. Und die erwarten sich natürlich, ja, eine ähnliche Experience. Ja. Keine Ahnung, ich drücke da in dem Mail-Boxer-Client, ja, drücke ich auf einen Link und jetzt öffnet sich der VMware-Web-Browser. Und bringt mich Single Sign-On ins Internet. Ja. Diese Experience wird einfach von uns schlichtweg immer mehr erwartet. Ja. Und das wird neben diesen zwei Sicherheitsthemen, ja, natürlich auch ein großer Punkt für die, ich sage jetzt einmal, für die nähere Zukunft sein. Ja.
Wow, es ist schön, dir zuzuhören, Martin, weil du sprichst sehr, sehr inspiriert und ja, du hast da bin ich auch. die VMware-Lösung vollkommen ausgeschöpft, wie ich das Gefühl habe und ich da, ja. Zumindest das, was ich kenne, ja. Also vielleicht gibt es in der ja. Pipe, ja, in der Roadmap ja. schon Dinge, die. Ja, danke, Alex. Ja. Super, da fühlt man sich gut beschützt dann im österreichischen Staat, ja. Vielleicht anknüpfend, wie schaut es eigentlich mit den Mitarbeitern aus? Was hat sich für die denn eigentlich verändert? Naja, also verändert es für die Mitarbeiter hat sich in erster Linie, also es hat sich viel, viel verändert. Ja, in erster Linie natürlich einmal dieses Erscheinungsbild, ja, nämlich, dass ich einmal sagen kann, okay, wie schaut denn der Eintritt, die Willkommensseite, ja, für den Mitarbeiter aus, wenn er denn jetzt ein Service des Ressorts nutzen möchte? Früher 14 verschiedene URLs, wo keiner sie auskennt hat, was erreiche ich jetzt eigentlich über diese URL und was erreiche ich über diese URL, was muss ich da für eine Authentifizierungsmethode eingeben, was muss ich da? Nein, es gibt jetzt einen Zugang, eine URL, die recht einfach zu merken ist, sage ich jetzt einmal, und Sie wissen ganz genau, Sie können auf zwei unterschiedliche Methoden sich einloggen, einerseits mit VMware Verify und andererseits mit der Handysignatur. Und das ist jetzt auch etwas, was ich schon einmal anbringen muss. Ja. Die Handysignatur ist ja eigentlich, sage ich jetzt einmal, eine natürlich auf Standardisierung, auf den standardisierten Protokollen, sage ich mal, basierendes Produkt. Ja. Aber es ist eigentlich eine österreichische Eigenlösung. Ja. Und das ist aber, ich meine, der Alex wird es jetzt vielleicht nicht so gern hören, aber das war problemlos. Ja. Er wird da Story erzählen können, wie problemlos es war. Aber es war problemlos integrierbar. Ja, und das war für uns, weil es ist dann gekommen, ja, das war plötzlich wichtig sozusagen, die Handysignatur. Ja, und ich habe eigentlich Bauchweh gehabt bei dieser Anforderung, ne, und Handysignatur und so. Alex, schaffen wir das? Und er so, ja, na klar, ja. Und ja, 2 Monate später war es umgesetzt. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich sage, bei all dem, bei diesem Umfang, den das Produkt mittlerweile hat, ja, sind Customizings nach wie vor, und zwar relativ, ja, ich sage jetzt mal, ziemlich tiefgreifende Customizings ja noch immer möglich. Ja? Und das taugt mir eigentlich extremst, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ja? Also das Erscheinungsbild hat sich mal geändert, ja, für die Kolleginnen und Kollegen. Die wissen, also natürlich auch dank Covid, muss man sagen, ja, aber die Existenz dieser Services, die ist eigentlich schon, also zumindest Webmail und Intranet, ja, die es schon Jahrzehnte, kann man fast schon sagen, gibt, ja, die ist plötzlich im Tagesalltag angekommen. Ja. Der virtuelle Arbeitsplatz, also ich habe schon ganz viele Kollegen, die sagen, naja, ich zahle mein Notebook nicht von der Arbeit ins Homeoffice, ja, weil ich habe einen virtuellen Arbeitsplatz. Ja. Und nämlich einen wirklich virtuellen Arbeitsplatz, der schaut genauso aus, ja, wie mein Desktop, wie mein Notebook. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich sage, also das hat schon einen extremen Mehrwert. Wir sind da auch ziemlich gelobt worden von den eigenen, und glauben Sie mir, das müssen Sie mir halt jetzt einfach mal so glauben, im Ministerium gelobt zu werden von den eigenen Mitarbeitern, das ist schon nicht ganz so einfach zu erreichen. Ja? Aber da sind wir wirklich gelobt worden dafür, hey cool, ich kann von meinem iPad, wenn ich will, ich meine, da muss man halt schauen, wie es mit dem Bildschirm ist, ja? Aber ich kann von meinem Produkt, von meinem Privat-PC, sage ich jetzt einmal, auf einen virtuellen Arbeitsplatz zugreifen, sicher. Ja, und kann eigentlich im Ressort, in der Ressortumgebung arbeiten. Also dieser virtuelle Arbeitsplatz ist aus meiner Sicht absolut zum Renner geworden, ja, um es jetzt mal ganz, ganz salopp zu sagen. Ja. Und das weckt Begehrlichkeiten, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Es weckt Begehrlichkeiten, nämlich eben das, was ich schon angesprochen habe, eben der Punkt, ja, wir könnten doch ja eigentlich das, was wir auf dem virtuellen Arbeitsplatz oder auf dem Notebook haben, ja eigentlich jetzt auch mobil auf dem iPad oder iPhone oder Android-Geräten anbieten. Ja? Und da sind wir gerade sehr stark dabei, und das ist etwas, was sich insbesondere für die Führungskräfte schwerst verändert hat, ist plötzlich Zugriff, nämlich ohne 97 Passwörtern und 94 mal den Fingerprint oder so weiter zu nehmen, auf Systeme des Bundes zuzugreifen, wie bei unserem elektronischen Akt oder so. Ja, wenn irgendjemand im Zug sitzt, Handy rausgenommen und schnell mal einen Akt abgezeichnet. Ja. Und das ist mit Hilfe eben von dieser Micro-VPN, also VMware-Tunnel-Lösung, ja,
die ja super granular konfigurierbar ist, ja. Also da hat sich extremst viel geändert, ja, und wird sich auch in der nächsten Zeit einiges ändern. Ja. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch sagen, das Mindset hat sich geändert. Ja. Früher, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, um das Ganze abzurunden, ja, am Anfang war, Mobilität, das ist, da muss ich immer erreichbar sein, das lieber nicht, bitte. Ja. Heute, ja, neuer Mitarbeiter kommt, ein Notebook, ein Smartphone, ein Tablet. Ohne dem oder drunter fange ich gar nicht an, so auf die Art. Ja. Und das ist schon ein Punkt sozusagen, was sich auch im Mindset stark geändert hat. Und durch diese ganzen Produkte, Projekte, die wir jetzt da skizziert haben, habe ich eigentlich als Sicherheitsbeauftragter, eigentlich kann ich gut schlafen. Ja. Und das ist als Sicherheitsbeauftragter eigentlich das höchste Gut, was man haben kann. Ja. Perfektes Schlusswort, ja. In der Tat, also auch vor allen Dingen, wenn du intern so ihr so sehr gelobt wurde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Indikator, weil normalerweise kriegt ja die IT auch sehr, sehr viel, ja. Also da wird eigentlich eher das angekreidet, was nicht funktioniert. Ja, das steht dann mal ganz schnell im Raum, weil es wird immer erwartet, dass alles stabil ist und funktioniert. Und das ist sozusagen, wird erwartet, ne? Es muss da sein. Und wenn dann ein Lob kommt, das ist ja ein extra. Ja, na, keine Sorge, diese Erwartungen gibt es jetzt natürlich auch noch. Ja, ja, klar. Aber schön zu hören, dass es so gut gelaufen ist. Und ja, damit kommen wir dann auch langsam zum Ende, ja, des Interviews und zu eurer Präsentation, zum Ende der Präsentation. Alexander, möchtest du noch ein abschließendes Wort ergänzen? Ja, ich würde gerne das aufgreifen. Wie gesagt, eben aus meiner Betrachtung, was ich so schätze an der eben, ist eben diese Interoperabilität, die Plattform bietet. Es basiert sehr stark auf offene Standards und damit ist man einfach sehr schnell in der Lage, schlussendlich diverse andere Dienste quasi zu integrieren, und das setzt sich schon sehr stark und damit quasi ist einfach eine Herausforderung, die mir der Martin immer wieder zuwirft und sagt quasi, hey, geht das in Wirklichkeit in der Regel einfach lösbar, ja, weil einfach die Plattform als solches einfach sehr offen ist, und das schätze ich sehr, weil damit Integrationen möglich sind ohne großen Aufwand. Das wollte ich nur noch sagen, das ist so, warum ich die Plattform so schätze. Ja, super. Ich danke euch beiden sehr. Bleibt bitte gleich im Bild, und jetzt kommen wir zu Question-Answer-Session. Ich möchte alle Teilnehmer auffordern, jetzt ihre Fragen in den Chat einzugeben. Ja, ich werde die dann an die Sprecher weiterleiten und wir können dann auch ins Detail gehen. Hier auch nochmal gleich den Christian Meyer zu begrüßen. Er ist der Digital Workplace-Verantwortliche von VMware Österreich und kann uns hier auch noch zur Seite stehen. Okay, schauen wir mal, was die ersten Fragen sind. Wie sieht es mit Bring Your Own Device im Ministerienumfeld aus? Ja, also Bring Your Own Device, ja, darf ich vielleicht gleich antworten. Also Bring Your Own Device, sag jetzt mal, zu einer richtigen Strategie diesbezüglich haben wir uns eigentlich noch nicht wirklich hinreißen lassen, ne, sage ich jetzt mal, oder haben wir noch nicht wirklich geschafft, niederzuschreiben. Für mich als IT-Sicherheitsbeauftragter ist es wichtig, ja, dass wir die technischen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen geschaffen haben für Bring Your Own Device. Und das hätten wir oder haben wir. Ja. Das heißt, ich hätte überhaupt kein Problem, ja, zu sagen, okay, ab sofort könnte jeder mit seinem Privatsmartphone kommen und bekommt kein Smartphone mehr vom Ministerium, ja, oder vom iPad oder was auch immer. Ja. Beim Fat Client hätte ich da noch ein bisschen mehr Probleme, aber da sind wir eh da gerade dabei zu evaluieren, einfach auch über das Unified Endpoint Management von VMware auch zu schauen, ob man Windows Clients da auch irgendwie, sage ich jetzt mal, vernünftig managen kann. Ja, vernünftig kann man es jetzt auch managen, aber noch besser managen. Ja. Also Bring Your Own Device gibt es aus meiner Sicht, also im Ministerium, keine Strategie dazu. Es ist weder verboten noch explizit erlaubt. Ich würde sagen, es ist toleriert. Aber das Wichtigste für mich aus Sicherheitssicht ist, ich könnte es jederzeit einfügen oder einführen, ja, weil eben mit dem, was wir hier skizziert haben, problemlos die Integration möglich ist. Ja. Ja, das, was wir mitbekommen, quasi, wir arbeiten ja auch mit anderen Ressorts auch miteinander. Quasi, man bekommt mit, quasi, dass es immer lauter wird, der Bedarf quasi, ist eben die Möglichkeit quasi, ich hätte gerne mein Gerät verwendet, dass ich einfach
Schätze und Liebe, sei es jetzt quasi ein Mac-Gerät oder ein Chromebook oder was auch immer, sei es etwas, was der Mitarbeiter selbst einfach ins Unternehmen mit einbringen möchte und dort wir quasi einfach sicherstellen werden. Das heißt, an sich glaube ich auch, bin ich mit Martin quasi eine klare bundesweite Strategie, habe ich noch nicht mitbekommen, aber prinzipiell, man merkt quasi, dass einfach der Bedarf immer lauter wird, zumindest eine Bring on Device-Strategie zu entwickeln. Verstehe. Es sind jetzt noch drei Fragen reingekommen. Die erste Frage: Ist eine private Nutzung der mobilen Endgeräte gestattet? Ja, also private Nutzung, ja, ist gestattet. Wir sozusagen operieren da nach dem Corporate Owned und Personal Enabled Modus, ja, dass wir sagen, okay, wir wollen die Unternehmensdaten so sicher wie möglich auf den Geräten haben, die man auch remote wipen kann und so. Aber wir wollen die Kollegen und Kolleginnen natürlich nicht davon ausschließen, ihre WhatsApp und Co., was sie halt nebenbei noch so auf den Geräten tun, wollen wir es halt nicht verbieten. Ja. Also ja, ganz klares Ja, es ist nebenbei erlaubt. Ja. Und Workspace One auch wiederum hier durch diese Containerlösung, die quasi damit einherkommt, einfach sehr, sehr klar die Trennung ist zwischen das ist beruflich und das ist privat. Und sollte man quasi sich vom Mitarbeiter trennen oder Mitarbeiter trennt sich vom Unternehmen, hat man auch die Möglichkeit, entsprechend den betrieblichen oder den Firmenteil schlussendlich vom Gerät zu lösen und die privaten Daten bleiben ganz normal intakt auf dem Gerät. Sofern das Gerät nicht ein Firmeneigentum ist und er muss ohnehin zurückgeben. Ja, klar. Dann gibt es ja eine Frage zum Thema Zero Trust. Wer hat sich wann mit welchem Gerät eingeloggt, beziehungsweise wie wurden die Bedenken der Überwachung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgeräumt? In Klammern Datenschutz. Überwachung, also vielleicht nehme ich die Frage quasi, also Überwachung ist es nicht, also quasi einen gewissen Footprint hinterlässt jeder im privaten, aber genauso im Unternehmensumfeld. Also es ist einfach nur ein Konsolidieren der Daten und daraus Entscheidungen abtreffen im Bereich Zero Trust, das ist, was der Martin vorher gesagt hat. Das heißt, im Logging jedes Systems quasi ist schon drinnen, da hat sich jemand in Kanal von der IP-Adresse angemeldet und dann zwei Minuten später von einer anderen IP-Adresse. Es geht nur darum, sinnvoll aus den zur Verfügung liegenden Daten quasi Entscheidungen abzuleiten und vielleicht auch ein Risiko zu bewerten. Also in Wirklichkeit ist es aus meiner Betrachtung keine Überwachung des Mitarbeiters, sondern einfach eine Sensorik. Das heißt, ich stelle quasi gewisse Rahmen fest und kann darauf automatisiert reagieren, aus einem Sicherheitsbedenken. Es ist aber nicht so, dass jetzt irgendjemand sitzen würde und schaut quasi, wer hat sich wann wo angemeldet. Das macht, wie gesagt, eine höhere Intelligenz, sag ich mal, die sich darüber Gedanken macht, ob das in Ordnung ist. Verstehe. Vielleicht noch ergänzend, für uns ist als IKT-Abteilung, ja, die zusammenarbeitet mit der Personalvertretung, total wichtig. Ja. Wir haben, und vielleicht wissen Sie das, aber in die Personalvertretung, wahrscheinlich ist es bei Ihnen auch so, aber im Bundesumfeld ist die Personalvertretung recht stark, sage ich jetzt einmal. Ja. Und so eine Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn man sich gegenseitig vertraut. Ja. Das heißt, das zählt für uns dazu, eben solche Maßnahmen frühzeitig anzukündigen, entsprechend zu besprechen. Dann zeigen wir das auch oft her, wenn es notwendig ist. Das heißt, was können wir sehen? Ja. Was kann der Dienstleister sehen? Das ist ja natürlich auch dann immer so eine Frage. Ja. Und dann wird einfach gemeinsam besprochen, okay, wo müssen wir vielleicht sogar Pseudonymisierungen oder Anonymisierungen einbauen. Ja? Aber zum Thema Zero Trust nochmal zurückzukommen, das ist erst auf der Roadmap, sage ich jetzt mal. Das ist noch nicht eingeführt. Somit kann ich Ihnen noch keine sozusagen Erfahrungen berichten, wie es jetzt mit Verhandlungen mit Betriebsrat oder Personalvertretung war. Aber vielleicht irgendwann einmal so in einem Jahr oder so wieder, hoffentlich dann persönlich, kann ich dann berichten davon. Ja, ja, das werde ich mir gleich merken und ich für die ein oder andere Konferenz dann einteilen. Martin, bist du ein begnadeter Sprecher. Ja. Eine Frage ist noch ausständig und zwar von einem anderen, nicht von einem Ministerium, aber auch aus dem Behördenbereich. Was waren die Hauptherausforderungen bei der Einführung? Also es ist wahrscheinlich schon kurz angeklungen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal zusammenfassen. Alex, du? Ich versuche mich zu sammeln. Kannst du schon starten? Na gut. Also unsere Herausforderung war ganz klar, sozusagen das Mindset der Organisation zu verändern, hin in Richtung
Mobilität. Ja. Und da muss man halt, so traurig es auch klingt, sagen, ja, aber Covid hat uns da sehr geholfen. Ja. Weil plötzlich war jeder damit konfrontiert und plötzlich musste jeder irgendwie arbeiten, ja, und musste auf die bestehenden, sage ich jetzt einmal, Services zugreifen. Ja. Und da war plötzlich das Ressortanwendungsportal, also das hat vielleicht vorher eine Nischendasein geführt und plötzlich war es aber im Hauptfokus. Ja. Also eine der Herausforderungen war es natürlich auch, aber das hat jetzt nichts mit dem Produkt zu tun, sondern eher vielmehr sozusagen, wie wurde vorher gearbeitet und gelebt, ja, die Mitarbeiter abzuholen, ja, ihnen zu erklären, schaut's her, VMware Verify ist nichts anderes als ein E-Banking. Macht ihr E-Banking? Und die sagen, ja, und dann sage ich, na gut, dann ist das aber nichts anderes, ja, weil, oh mein Gott, kompliziert und was weiß ich was alles, ja. Nein, macht ihr E-Banking? Ja, wir machen E-Banking. Sagen, gut, wisst ihr, wie das geht? Ja, na wunderbar, dann wisst ihr, wie es VMware Verify geht. Ja, und das war ein wesentlicher Faktor, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie darauf aufmerksam zu machen und nicht einmal und nicht zweimal und nicht zehnmal, nicht 30 Mal, ja, sondern wirklich laufend auch bei jeder Anforderung, bei jedem Ticket, das reingekommen ist, wissen sie schon, eigentlich da drüben gibt es das eh schon, was sie wollen, nämlich da auf dem Ressortanwendungsportal. Ne? Und dann hat man eh, wenn man eine kritische Masse übersprungen hat, hat man dann eh so einen, sozusagen einen Spreading-Effekt. Ja. Technisch war die Herausforderung aus meiner Sicht, ja, dass man halt einfach durch diese Suite relativ schnell relativ viele Streams hatten, ja, die sich teilweise überschnitten haben, ja, und dass man das einfach so koordiniert und auch zusammenfügt, ja, teilweise ja sehr, sage ich jetzt mal, ja, ich habe es immer so genannt. Ja. Also heute ist eine Änderung an dem System wie eine Operation am offenen Herzen. Ja. Also diese Stellenwert, ja, also das ist so verankert in der IKT-Infrastruktur, ja, und hat so viele Schnittstellen zu den anderen Anwendungen, ja, dass eigentlich das heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Selbst bei Dingen, die früher ohne dem funktioniert haben. Ich sage jetzt zum Beispiel Portal Austria oder so oder ELAC. Ja. Da ist überall, ja, der Identity Manager von VMware dazwischen. Ja. Natürlich haben wir noch ein Active Directory, aber das ist, ich würde jetzt sagen, naja, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall von der Bedeutung her jetzt eher in den Hintergrund gerückt, was insbesondere die Anbindung von anderen Systemen betrifft. Ja. Also die Koordination, die Projektkoordination, nämlich auch sozusagen über diese Jahre, ich meine, Sie haben sie gehört, ja, wir haben 2016 begonnen, ja, über diese Jahre hinweg auch diese Vision nicht zu verlieren, ja, und das Big Picture nicht zu verlieren, bei all den Streams, dort was, da was, dann kommt das, dann kommt Alex wieder, ja, in der neuen Version geht das auch noch, ja, auch einmal zu sagen, hey, stopp, jetzt Speed Kills, ja, jetzt machen wir mal das und dann machen wir das Nächste. Ja. Das war aus meiner Sicht schon die Herausforderung aus Projektmanagement-Sicht. Ja. Hier möchte ich kurz einhaken und den Christian mal ins Spiel bringen. Wo siehst du denn, Christian, die Hauptherausforderung, wenn du Projekte jetzt mal horizontal betrachtest, also aus allen verschiedenen Branchen zusammenfasst, deine Erfahrungen, wo liegen da die Hauptherausforderungen bei der Einführung? Ja, das hängt ja total stark davon ab, wo die Kunden stehen. Also ich sage jetzt mal, wir sind alle sehr, sehr geübt in diesen Device-Management-Projekten. 2020, 2021 ist das eigentlich, da wissen die Kunden grundsätzlich, was da passiert. Aber ich sage jetzt mal, gerade bei den Transformationsprojekten, die wir jetzt Richtung, eben, wie wir es beim BMDW gehört haben, die ganze Integration, Authentifizierung, sich das alles, viele Dinge neu zu überlegen, die wirklich neu sind. Ich sage mal, die größte Hürde ist auch einmal für alle Beteiligten in dem Team, also so eine Wertschöpfung von den Anwendern, was kriegen wir dafür? Von der Geschäftsführung, was bringt das meinem Geschäft? Von den technischen Stakeholdern, wie verhält sich das bei allen? Also gerade beim Konsolidieren von Systemen auch die Befindlichkeiten, weil jeder hat ja so sein Lieblingssteckenpferd und sein Lieblingstool und nimmt es mir das ja nicht weg. Und dadurch bin ich auch ein Stück weit vielleicht nicht mehr ersetzbar. Ist diese Komponente, ja, diese Veränderungskomponente, und der Mensch ist ein veränderungsscheues Wesen, das ist, glaube ich, immer der kritische Punkt. Da kriegt man diesen gemeinsamen Nenner, diesen gemeinsamen Treiber und die gesamte Organisation, will man das und alle Beteiligten, oder weiß nicht, kommt das nur von Top-Down runter, jetzt müssen wir das alle machen, oder die IT macht irgendein Projekt und die User sagen alle nur, da wird nachher nichts mehr funktionieren und wir spielen einmal sicher nicht mit und alles, was ihr uns jetzt erzählt,
Das wird dann auch sicher nicht so sein. Das ist immer die kritischste Komponente, auch schon mal, ob das Projekt überhaupt ins Starten kommt. Ja. Ja. Ja, das sehe ich auch quasi in meiner Erfahrung. Also, dass wir sehr oft mit wirklich problemorientierten bestehenden Strukturen quasi, also problemdenkend, warum geht es nicht? Und dann einfach diese Hürde zu nehmen, quasi mal das Potenzial eben auch für die IT-Stakeholder quasi aufzuzeigen, sagen, weil das ist was für euch in Aussicht steht, ja, und einfach auch dann in lösungsorientierten Methoden einfach zu denken und sagen quasi, wie kommen denn daran vorbei und nicht quasi, warum geht es nicht? Ja. Das haben wir, glaube ich, sehr gut geschafft und das ist aber, glaube ich, bin ich ganz beim Christian quasi immer wieder eine Herausforderung, um einfach bestehende historische Strukturen quasi ein bisschen aufzubrechen. Da ist aber ein bisschen Widerstand oft zu spüren. Aber am Ende des Tages quasi merken, also sind wir dann im Nachhinein, sind wir dann sich alle einig, dass das quasi zu einem deutlich besseren End-User-Ergebnis gefunden hat und schlussendlich auch einfacher für die Administration zu verwalten ist. Ja, weil ich einfach nicht mehr diese 15 Silos habe, die ich alle getrennt voneinander betrachte, sondern einfach alles zusammenfasse in eine gemeinschaftliche Plattform. Also das ist auch prinzipiell für digitale Transformation oder digitale Arbeitsplatzprojekte, es ist meistens das Schwierigste, mit Bestand umzugehen. Ja. Ein sehr guter Abschluss, Alexander. Ich danke euch allen für dieses spannende Webinar. Also zur Statistik mal, das ist eins der Webinare. Also wir haben von den Gesamtteilnehmern nur 2 Leute über die 1 Stunde verloren, sage ich mal. Alle anderen sind an Bord geblieben und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen sehr, sehr guten Vortrag und für ein sehr interessantes Webinar. Ja. Und ich danke euch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Und wünsche euch soweit einen schönen Tag. Ja. Bedanke mich auch bei allen Teilnehmern, die dabei waren. Nicht vergessen, also ups, andere Richtung, der CIO-Kongress steht vor der Tür im Oktober. CIOkongress.at. Mal vorbeischauen, da ist schon eine ganze Menge an Programmen auch auf der Website. Ansonsten bis zum nächsten LSZ Digital Web Café. Nächste Woche geht es schon weiter. Alles Liebe und bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen.